Leute, heute ist doch Weihnachten! Richtig geil und ich mache mal wieder einen fetten Cheat Day. Ich habe mir jetzt gesagt, ich werde nur noch Videos hier produzieren, wenn ich richtig Bock drauf habe. Und ich glaube, ihr seht es an meiner Laune. Ich habe mega Bock auf dieses Video. Ich habe mir hier gerade schon so eine Packung Salami Classic Sticks aufgemacht. Die habe ich früher so gern gegessen. Und jetzt kann ich mir die heute mal wieder gönnen. Was ihr nicht vergessen dürft, wenn ihr so einen Cheat Day macht, das geht alles in den Bizeps. Falls ihr neu auf meinem Kanal bist, ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Simon Hirschmann, ich bin Erzieher und mache nebenbei ein bisschen zu YouTube, Instagram. Falls du mich noch nicht auf Instagram folgst, kannst du gerne machen, Simon.Hirschmann. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß hier auf meinem Kanal, viel Spaß bei dem Video und wir sehen uns nach dem Intro. Ciao Leute, ciao. Ich bin jetzt schon wieder relativ lang am Diäten und habe auch schon einiges wieder abgenommen und es ist echt sau komisch, mal wieder einen Tag nicht drauf zu schauen, was man zu sich nimmt. Ja, es sind wie so Schokobrötchen. Ist okay. Ohne Scheiß, ich habe gerade zum ersten Mal in meinem Leben ein Paket per Expressversand verschickt. 33,80 Euro, Alter. Heftig. Und darauf gönne ich mir jetzt erstmal hier meinen restlichen Oreo und den, was ist das? Schokobrötchen, keine Ahnung. Beste. Jetzt kann ich euch das kleine Gescheit zeigen. Hier. Hallo, ist jemand zu Hause? Oh, ihr seid ja hier! Ich bin nicht fokussiert. Das sind die Oreos, Snowy and Robbed. Und das sind diese Milka-Dinger. Aber schmecken jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Wir haben hier auch noch ganz schön viele andere. Heute ist Weihnachten und ich habe hier voll den süßen Brief von Fit Nation bekommen mit sogar einem personalisierten Bild von mir drauf. Da hatte ich noch einen Bart. Oh, ich kann nicht treffen. Fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Voll cool, echt. Grüße Kevin. Servus. So, und jetzt gönne ich mir erstmal eine Müllermilch, dann so einen Latte Macchiato und was ich richtig lieb über alles, so einen Grießpudding traditionell von Landliebe. Och, ich habe die früher so, so gerne gegessen, Mann. Was? Ich hab gewonnen! Woo! Light. Leute, Light an einem Cheat Day. What the fuck? Ich möchte hier kurz noch was erwähnen. Also dieser Cheat Day, der dient nur zur Unterhaltung und zur Beglücklichung von mir. Ich finde es überhaupt nicht sinnvoll, irgendwie unnötig Lebensmittel in sich reinzufressen. Aber ich habe jetzt so eine lange Diät gemacht und habe mir gedacht, jetzt seit am Weihnachten kann ich einfach mal wieder einen Cheat Day mir gönnen. Und ja, deswegen mache ich das. Und mir ist durchaus bewusst, dass es Menschen auf der Welt gibt, die weniger zu essen haben und dass das hier unnötig ist, ist mir auch bewusst und ich mache es trotzdem, weil ich Spaß dran habe und ich mache das selten und es gibt Menschen. Warum rechtfertige ich mich eigentlich? Ich rechtfertige mich jetzt nicht mehr. So Freunde, es ist definitiv wieder Zeit, was zu essen. Ich habe hier mir Chips gekauft, Crunch Chips im Geschmack Chili Grilled Cheese. Habe ich noch nie irgendwo gesehen. Und die muss ich einfach probieren. Das ist irgendwie komisch, so ungesund zu essen. Boah. Die sind ja geil. Hammer. Ich habe auch noch ein paar Mini-Cabanossi mit Emmentaler mir geholt. Da habe ich jetzt gerade schon mal ein. Das wird hier heute die völlige Eskalation. Hm?
Freunde, jetzt gibt's ein paar solche Dinger. Oh, komm hier rein. So, Freunde, ich gönn mir hier jetzt noch Chupa Chup Kaubonbons. Ich habe die noch nie gegessen, noch nie irgendwo gesehen. Und jetzt habe ich sie gesehen und da dachte ich mir, komm, die probierst du gleich mal aus. Die sehen geil aus. Oh nee, Alter, die sind alle extra eingepackt. Really, Mann, muss ich die jetzt alle einzeln aufpacken, ey? Okay, jetzt müssen sie aber dann wenigstens richtig, richtig geil schmecken. Wenn man die schon alle extra ein... Alter. Okay. Schmecken aber gut. Soll ich jetzt duschen? Oh fuck, Mann, Leute, mir ist auf einmal voll schlecht. Ich war gerade duschen, ne? Ich habe mir gedacht, das liegt bestimmt dran. Ja, erstens, weil ich so viel Scheiße fressen. Zweitens, ich habe heute echt noch sau wenig Wasser zu mir genommen, also wenig getrunken. Ich habe jetzt gerade 2 Gläser Wasser getrunken und esse jetzt noch eine Orange und hoffe, dass das dann jetzt wieder ein bisschen besser wird. Ich merke einfach wieder bei solchen Cheat Days, wie unnötig das eigentlich ist. Man braucht das gar nicht machen, ey. So wie ich das jetzt gerade mache, ist das total bescheuert. Aber das merkt man dann auch immer erst, wenn man so ein Zeug gegessen hat. Man merkt einfach, wenn man ungesunde Sachen isst, dass es dann einem einfach scheiße geht. Das ist so bescheuert. Ich weiß echt nicht, wie man sich jeden Tag so ernähren kann. Ich meine, ich verurteile die Leute nicht. Ich war früher auch mal so, dass ich wirklich jeden Tag mir die Scheiße reingezogen habe. Aber wie, man fühlt sich doch räudig. Ich fühle mich so räudig gerade. Ich bereue das. Ich bereue das richtig hart, dass ich jetzt nur Scheiße heute gefressen habe. Deswegen esse ich jetzt mal eine Orange und hoffe, das wird besser. So, jetzt geht's zu meiner Familie. Ich habe hier Oreos am Start. Hängt das Eis im Geschmack Honey Walnut Cream. So, meine Mutter, die hat hier, was hast du da gebacken? Willst du mit rein? Walnussplätzchen. Walnussplätzchen und das probiere ich mal. Oh, gut gemacht. Gut. Da freue ich mich. Bist du dir Raffaello, oder? Das ist alles viel Kühlschrank. Ist es Raffaello, was du da isst? No. Wie heißen die? Rocher? Nee. Ist heute Cheat Day? Rocher heißen die, glaube ich. Ferrero Rocher. Ja, Rocher. Machst du heute auch Cheat Day, Oma? Machst du heute auch Cheat Day? Du hast ganz schön gute Backen. Nein, wir haben auch Musik. Musik habt ihr gemacht. Schau mal, hier Oreo. Magst du nicht? Bist du lieber Rocher? Down, down. Down, 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 down. Das ist Dum-Dum. Eine zu mir. Down, down. Down, down. Down. Mauerstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, meine Oma ist eine ganz patente Frau. Ja, was ist denn das? Drei Chinesen mit dem Kontrabass. So, ich mache jetzt mir und meiner Oma ein Eis ready hier rein. Honig, Walnuss und Cream von Häagen-Dazs. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. So, da wird sich meine Oma freuen, hey. Hast du schon mal probiert? Mhm. Schmeckt's gut? Mhm. Oh, das geht noch nicht. So, jetzt gibt's hier noch Käse und wir zocken. Oh, jetzt sieht man es gar nicht. Und wir zocken hier. Schlittkolle. Switch.
gerade haben wir Mario Party gezockt und jetzt zocken wir Mario Kart. So Freunde, nächster Tag, wir haben gestern noch ordentlich gezockt, Mario Party, Mario Kart, hat richtig Spaß gemacht bis 2 Uhr in die Nacht und dauernd noch irgendwas schnabuliert, irgendwelche Sachen reingestopft. Boah, das war gestern wieder eine richtig harte Eskalation, so viel gefressen, Mann, das ist ärgerlich. Aber jetzt, nee, es ist nicht ärgerlich, Mann, war Weihnachten, scheiß drauf, da kann man sich was gönnen, heute noch schön gebruncht und jetzt wird es wieder ein bisschen, ja, was die Kalorien betrifft, milder. Also ich werde jetzt die nächsten Tage wieder weniger essen und die Diät geht ganz normal weiter. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und was mich mal wirklich interessieren würde, ich habe glaube ich nur 9% weibliche Zuschauer. Also würde es mich mal freuen, wenn alle weiblichen Zuschauer heute mal Hashtag Frauenpower kommentieren. Und dann bin ich mal gespannt, wie viele Frauen da am Ende zusammenkommen. Und ja, die Männer, die schreiben mal Hashtag Männerpower. Ja, schauen wir mal, wer gewinnt, aber eigentlich müssten die Männer gewinnen. Ich bin gespannt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn die Neuen noch ein Abo da lassen, dann verpasst ihr kein Video mehr hier auf meinem Kanal. Hier geht's um Fitness, Cheat Days, Challenges und so weiter und so fort. Also sämtlichen Blödsinn mache ich hier. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten verbracht. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr gegessen habt. Das würde mich auch interessieren. Und ja, macht's gut, Freunde. Tschüssi. If you want